Und uns zugeschaltet vom G20-Gipfel im türkischen Belek ist jetzt mein Kollege Michael Schramm. Herr Schramm, fangen wir mal an mit Obama und Putin, die ja offensichtlich etwas länger zusammengesessen haben. Mein Kollege sagte eben, vielleicht der Beginn des Endes der Eiszeit. Wie sehen Sie das? Ja, dass dieses Ende der Eiszeit möglicherweise tatsächlich eingeläutet sein könnte, das hat sich schon vorher abgezeichnet, nämlich bei den Syrien-Gesprächen in Wien am vergangenen Wochenende. Denn dort ist es schon gelungen, Gespräche zu führen, konstruktive Gespräche, wie auch die Kanzlerin schon bemerkt hat. Und der entscheidende Knackpunkt zwischen diesen beiden Großmächten ist ja nun die Person Assad, der Diktator Assad in Syrien. Und da ist eben die Frage für die russische Seite: ist Assad ein gewählter Präsident, an dem vorbei nichts passieren darf in Syrien? Für die Amerikaner ist er ein notwendiges Übel, das schnellstmöglich überwunden werden muss. Und da scheint die russische Position ein Stück weit sich aufgeweicht zu haben. Also Assad scheint ein Stück weit verhandelbar geworden zu sein. Es scheint da jetzt mehr um Fristen zu gehen, um die Art, wie ein Abgang möglicherweise organisiert werden kann. So sagt zumindest die Gerüchteküche. Da scheint also ein gewisses Tauwetter einzuziehen. Und die Atmosphäre, in der Obama und Putin hier gesprochen haben gestern, die war erkennbar konstruktiv, freundschaftlich. Es war ein langes Gespräch, 35 Minuten. Wenn wir mal sozusagen die Stärke des Signals einordnen, der jetzt von diesem Gipfel gesendet wird, wie würden Sie das beschreiben? Es ist sicherlich ein deutliches Signal. Gastgeber Präsident Erdogan hat gesagt, dieser Gipfel soll in die Geschichtsbücher eingehen als der Gipfel, der ein Zeichen gegen den Terror setzt. Also die Worte sind groß. Die Frage ist, ob die Taten dann diesen Worten werden folgen können, weil bisher gibt es eigentlich nur zwei konkrete Beschlussfassungen. Das eine ist, man will die Finanzströme des Terrors irgendwie auszutrocknen versuchen. Und das andere ist, die Geheimdienste sollen innerhalb der G20-Welt besser vernetzt werden. Kommen wir zu der Flüchtlingsdebatte, die ja sicherlich auch eines der großen Themen war. Erdogan ist ja da ein Schlüsselspieler. Ist man da ein bisschen vorangekommen? Da sind sozusagen die Eckdaten ja schon auf dem Markt und die werden hier offenbar weiter diskutiert oder weiter behandelt. Es geht im Grunde um einen Deal, wenn ich es mal so sagen darf, zwischen Europa und der Türkei. Europa und speziell Deutschland hofft sich, dass die Türkei die Flüchtlingsmassen zurückhält. Man hat 2,5 Millionen Flüchtlinge hier im Lande in der Türkei, dass die Türkei sozusagen ihrerseits die Grenzen zu Europa dicht macht. Und das hat natürlich seinen Preis. Die Türken wollen dafür in erster Linie mal anerkannt bekommen, was sie bisher geleistet haben. Sie haben eben diese Flüchtlingsmengen aufgenommen, schon über Jahre, weit mehr als Europa. Sie haben dafür weit mehr Geld ausgegeben. Das möchten sie in erster Linie anerkannt haben. Dann wollen die Türken, die türkische Regierung möchte Visaerleichterungen für ihre Bürger haben von der EU. Und man will haben letztlich eine gewisse finanzielle Beteiligung. Die Rede ist von 3 Milliarden. Und das Letzte ist, das ist vielleicht für Europa das am schwierigsten zu bewerkstelligende ist, die türkische Regierung denkt an Kontingente, also an eine Art legale Auswanderung nach Europa oder Einwanderung aus europäischer Sicht, eine legale Einwanderung, die Europa zulassen muss in bestimmten Volumina. Das Wort Obergrenze wird hier gerne vermieden. Man nennt es Kontingente. Das wird natürlich innenpolitisch in Europa schwer zu diskutieren sein. Nun ist der Gipfel ja noch nicht beendet. Können Sie uns sagen, ob noch irgendwas Substanzielles jetzt zu erwarten ist? Oder ist das, was wir bis jetzt wissen, auch das, was da rumkommen wird? Also es sieht so aus, als wären auch hier so die Eckpunkte schon festliegend, als würde man das noch weiter implementieren. Es gibt sicherlich, und das ist ja die Hauptstärke dieses G20-Gipfels, die besteht ja nicht darin, dass hier 20 mächtige Politiker zusammenfinden, sondern sie besteht darin, dass bilateral am Rande Gespräche stattfinden können. Es gibt nicht mehr viele Foren, wo das überhaupt noch möglich ist. Der G7-Gipfel muss zum Beispiel ohne Russland leben und die UNO ist in vielen Bereichen politisch sehr geschwächt. So ist dieser G20-Gipfel die Begegnungsmöglichkeit und die wird genutzt. Aber der Gipfel selbst mit seiner klassischen Abfolge wird wohl keine sehr großen Überraschungen mehr parat haben. Es gibt viele andere Themenbereiche, die wurden gründlich vorbereitet über Monate und da wird sicherlich das verabschiedet werden, was dort vorbereitet worden ist. Aber thematisch dürfte es hier in der großen Gipfelregie keine großen Überraschungen mehr geben. Herzlichen Dank, Michael Schramm nach Belek.